Hallo? Hast du dich ein bisschen verlaufen, ne? Nee, ich bin doch eben gerade hier angekommen. Herr, du, komm mal her. Wer Amigo, bist du denn? Venga, venga. Ich bin Hector. Hector? Du siehst ja wohl eher aus wie... Hector, verstehst du? Ich bin hier der Stadtführer, ha? Der Stadt? Wo ist denn die Stadt überhaupt? Es ist so super heiß hier. Mamma mia. Wow. Oh Mann, Hector, wo sind wir hier? Vorsicht, vorsicht. Und warum ist da ein Tempel? Die Art und Tempel darfst du nicht fallen, nicht gehen. Pass auf, Spuren sind okay, frisch. Okay. Sie füttern uns. Vorsicht. Wohnst du hier? Amigo, ja, ich wohne hier. Das ist meine bescheidene Hütte. Cool. Ja, ja, Vorsicht, Vorsicht. Na, Hector, was gibt's denn überhaupt? Ja, du weißt, ich bin Hector Salamanca. Willkommen in Nuran, mein lieber Corando. Ich hoffe, du hast eine gute Flug. Naja, ging so. Naja, abgesehen von meinem Sitznachbarn. Ah, du musstest sicherlich müde sein. Also, lass uns am besten direkt gehen. Ich führe dich zur Stadt. Natürlich nur für ein kleines Trinkgeld. Ist kleines Trinkgeld? Oder gib mir die Figuren, dann kriegst du eine Peitsche. Oder du kriegst ein Gold von mir, ja? Ah, Gold ist auch immer. Na gut, komm, zwei Gold kriegst du. Ah, gib mir zwei. Oder drei. Sag nein. Okay, alles klar. Vielen Dank, Amigo. Hey, ich erkläre dir den Weg. Aber erstmal muss ich noch mal ganz dringend auf deine Toilette. Ich hab Durchfall. Amigo, Alter, es fließt schwallartig aus meinem Darm. Vergessen zu spulen, Amigo. Nein, es ist der Vor... Ja, hier. Okay. Ja, oh! Mann, ich bin total gejetlaggt, liebe Zuschauer. Bitte versteht das. Ach. Ich bin zwar gewohnt, viel zu fliegen, aber nicht mit so einem Typen neben mir. Ferdinand ist echt zu viel gewesen. Okay, Hector? Hat der denn vielleicht noch was Schönes? Gebratenes Schweinefleisch, Eier und Karotten nehme ich mir doch glatt mal mit. Schön hat das hier drin. Hey, was machst du da so drin? Ich hab nur mal die Toilette benutzt. Tür lass ich offen. Bist du klar gekommen? Ja, ich wusste nur nicht, wie man spült. Ich hab's einfach mal so gelassen jetzt, ja? Ich hoffe, das ist Amigo, kein Problem. Das ist ja keine Bahnhof-Scheißhaus, Junge. Das sag ich doch gar nicht. Ich werde dir gleich deinen Kopf spulen. Du gehst nochmal jetzt rein und spulst vernünftig. Ja, okay. Nee, ich geh da rein und spulst du nicht hier. Venga, venga, zack, Amigo, gespült, fertig. Ja, toll. Hast du gemacht? Ja, hab Sehr ich. Gut. So, wo geht's lang? Komm, ich zeig wo geht's dir lang? Jetzt die Stadt. Wir müssen Treppe hinauf. Amigo. Hier die Treppe? Okay. Ja. Komm mit. Vorsicht, Vorsicht. Komm. Ja, komm doch mal, Hector. Du bist der Führer. Komm, ganz langsam. Komm, wir gehen Stufe hinauf. Stufe für Stufe. Ja, okay, gut. Ey, Vorsicht. Da müssen wir hoch. Vorsicht, Fackel. Venga, venga. Vorsicht. Hoch. Oh, 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 oh. Vorsicht, Fackel. Hier hoch? Kleine Schweinchen. Hoch, hoch, hoch. Immer Stufe. Sind die gefährlich? Beißen die hier? Im Leben. Du musst immer eine Treppe hoch, bis du ganz oben angekommen bist. Du bist die Nummer oben. Mein Freund, ich bin schon ganz oben angekommen. Vorsicht, Amigo. Wir müssen noch weiter hoch. Komm. Hier runter? Nee, ne? Hier hoch. Hoch, hoch, hoch. Weiter hoch? Ja, ich muss dir Rücken. Das ist aber ganz schön. Oha. Ich will nicht, dass hier ist du aber ganz schön zugewachsen. Falls du fällst, ist windrig wirst, ich fange dich auf, ich bin hinter dir. Ja, dann hilf mir bitte. Oh Gott, ich habe Höhenangst übrigens. Vorsicht, rüber Balance halten, so ist gut. Aber weißt du, was mir gerade auffällt, Hector? Was denn? Es ist Tag. Ich habe Halloween überstanden. Ach, Halloween. Halloween ist zu Ende. Ah, du bist in eine andere Zeitzone, Zeitportal. Halloween Wie? Beginnt ja jetzt. Jetzt, Amigo. Nein. Heute ist der neue Tag. Sind wir gegen die Zeit geflogen? Ja, es ist der 31. Heute Ach, ist Halloween. Ach du Scheiße. Heute kommen Monster, Frankenstein, Dracula. Ich hoffe doch Godzilla. Nicht. Vorsicht. Okay, Hector, hier weiter hoch. Ah, Vorsicht, Fackel. Rauf. Treppe hinauf. Oh. Stufen hoch. Aufpassen, Schlingpflanzen. Ah, ja, ich passe schon auf. Vorsicht, fleischfressende Pflanzen. Oh, aufpassen musst du. Hector, wo bist du denn? Ich folge dir, Amigo. Immer hinterbleiben. So ist gut. Tour an Tour. Wie lange geht denn das noch? Ich will endlich ankommen. Ein bisschen. Ist wie Labyrinth. Aber bald Mir wurde hier ein super Urlaub versprochen. Hey, super Urlaub kriegst du. Das ist der kürzeste Weg bis zur Stadt, Amigo. Komm weiter. Kannst weiter, du das mal wegmachen hier, das Gestrüpp, verdammte Scheiße? Kann ich nicht. Denn hier? Hier lang, ne? Ah. Diese Pflanzen schießen eine Säure raus, brennt auf die Haut. Zehnmal als Brennnessel. Nicht anfassen, Sotero. Ich hab ja nicht so Angst vor Pflanzen, muss ich Vorsicht. Sagen. Ist das die Stadt? Ja, wir sind gleich da. Das ist Nuran? Das ist Nuran. Vorsicht. Wow. Ja, Nuran, eine bescheidene Stadt, aber gute Stadt. Das nenne ich nicht bescheiden, mein Freund. Ah, Vorsicht. Hier runter. Ich habe Angst, dass ich hier irgendwo abstürze. Das haben damals noch die Inkas erbaut. Vorsicht. Kommen hier denn viele Touristen hin? Ah, es geht. Im Sommer immer viele. Okay. Immer viele Japaner, immer. Mit ihren Pictures. Mit ihren Kameras. Fotoapparaten, Kameras. Ja, immer fotografieren. Ah, immer Touristen. Viel Ach, nee. Los.
Ach, hübsch haben Sie es hier. Ja, sieht ganz hübsch aus. Was ist das? Ist das das Hotel? Das ist Hotel. Guck mal, habt ihr auch schon reichlich besucht. Da sind schon die ersten Touristen. Hotel Bianco Nummer 1 ist das beste Hotel hier. Kann ich empfehlen. Das ist also Luran? Das ist Luran. Wir sind genau in die Zentrum, amigo. Da unten führt der Weg. Komm, wir gehen mal Das ist aber wunderschön. Ach, wir gehen mal ein bisschen so gucken, was Luran. Auf dem Markt, auf dem Bazar so los. Ach ja, ihr habt einen Bazar? Ja, so ein Bazar. Hier ist ein was Markt. Was gibt's denn hier? Alles mögliche. Gemüse, Waffen. Waffenmanufaktur, Efitschbauch. Schwerter, Bogen, Pfeil. Frisches Obst für Körperbewusste. Hier hast du Obst, Gemüse. Meine Damen, was gibt's denn hier? Hier gibt es frisches Obst. Ach, sehr schön. Ach, guck mal einen an. Hier kann man sogar Sachen kaufen. Ja, boah, ich hab grad voll Bock auf Melone. Ich kaufe mir mal Melone. Ja, ist schön eine Melone. Sehr gut für die Liebe. Cool. Viel Wasser brauchst du. Waffen, was für Waffen gibt's denn hier? Alles würden hier fantastisch stehen. Armbrust, alles amigo. Okay, Eisenschwert und warum kommt ein halbnackter Mann von rechts an? Ah, Bogenpfeile? Er ist ein. Crossbow Guy Armbrust. Er ist ein Guru, verstehst du? Der sieht eher aus. Er ist ein Asket, legt ihm auf Nagelbrett und macht immer Show für Leute, Attraktion. Der sieht eher aus wie ein Strandbesucher und hier hast du ein Ei, mein Freund. Zack. Was soll das? Bewäsch mich nicht mit Eiern, sonst ich werfe mich. Schlachtvieh für umsonst? Hier kann man einfach. Tiere schlachten? Ja, wenn du willst, habe ich eine Schwein, Iberico-Halbschweine. Sehr lecker, Iberico-Schweine. Was ist denn hier? Was ist denn hier los? Ja, das ist unser... Verdammte... Das ist unser Musulman. Musulman hat immer Skelett hinter... Hallo? Er glaubt an die Auferstehung, an Wiedergeburt. Das ist aber ein schönes Tattoo. Hat er... Er ist homosexuell, du musst aufpassen. Ist okay, mein Freund. Ich hab ja zwar nichts dagegen, aber... Aufpassen. Eier und Leder, alles was man braucht. Was ist denn hier los in Luran? Ja, Luran. Wer bist du? Hast du schon mal einen Stachelpalmsaft getrunken? Stachelpalmsaft hab ich noch nicht getrunken. Oh mein Hector, ich hab Angst vor dem. Du brauchst keine Angst haben, ich bin ja da. Okay, was Sie alle kennen mich. Was gibt's denn hier noch? Ah, Waldemars Lederfetisch. Ah, Lederfetisch. Waldemar, was hast du denn für mich? Schöner als warmes Kuhfell. Aha. Ach, Lederkappe, Lederharnisch für 10. Lederharnisch für 10 Gold. Spinnst du? Das ist doch Wucher. Da kaufe ich mir lieber Leder hier so am Stück. Stück Leder. Das hab ich gerne. Kein Harnisch, oder? Ja, gute Sachen kosten immer viel Geld. Juan, ey, deine Hoden gucken links und rechts von deiner Hose. Ach, Hoden, sie muss in die Luft Hose raus, ich glaube auch. Ein Hoden ist zu groß. Moment mal, Arne? Arne, du bist hier? Hey, Arne ist hier, Hector. Das ist ein Kollege von mir. Was ist das für eine Pappnase? Wer ist das? Das ist ein Kollege von mir, ein cooler Typ. Ein Kollege von dir? Ist er in Ordnung? Der ist super in Ordnung. Wirklich, das ist gut. Ja, Arne, hier gibt's wirklich alles. Das ist der Superbazar. Und du guck mich nicht so grimmig an. Okay, was gibt's denn hier? Ja, du musst auch... Hodas Floralparadies, Hodas. Was hast du denn für mich? Ein Geschenk für die Liebste. Ein Geschenk für die Liebste? Ich hab leider derzeit keine Liebste. Hol dir eine schöne Fichtensetzling. Sehr gut. Eine Rose kaufe ich mir, die Fichtensetzling. Wo soll ich den denn pflanzen? Hier aber im Sand? Hallo. Egal, nee. Im Sand. Und dann Juan, guck mich nicht so an! Hier ist ein Apfel, kannst dich dran verlustieren. Und hier gibt's... Tristans Instrument. Oh, Tristans Instrument. Ich kaufe eine Gitarre, Banjo, egal, alles was du willst. Musik ist noch Geigenbogen, cool. Ich wusste gar nicht, dass sowas. Seit wann gibt es sowas in Minecraft? Das gibt's alles, mein Freund. Forst. Wunderbar. So. Backnacks Bananen. Banausenbrause. Banausenbrause, musst du trinken. Oh, was für Banausenbrause? Mach die Trank der Regen. Da hab ich doch alles schon. So eine Banase Klause. Großmütterchens Färberei. Färberei, du kannst alle deine Klamotten färben. Egal, rosa Farbstoff.
Kann man da alles mit färben, wirklich? Mütterchen Gnaz, macht alles gut. Ich kaufe mal hier einfach zwei Farbstoff. Ich kaufe mal hier violetten Farbstoff und hellgrün Farbstoff. Mütterchen Gnaz, super, super. Kann ich damit eigentlich meine Rüstung färben? Mein Eisenhelm, geht das? Dein Eisenhelm kannst du alles verwerfen. Wahrscheinlich Leder. Nur Leder, ne? Kann man... Du musst den Helm mit Leder überziehen und dann kannst du Leder färben. Ach so, färben. Leder ja. Kann man färben. Okay, ich versuche das mal. Das habe ich noch nie gemacht. Leder mit Leder. Juan, du hast deinen Apfel verloren. Hier, geschenkt. So, mein lieber Freund, wie heißt du? Waldemar. Ich brauche Leder. Als ich will Lederhelm haben. Vier ist ein bisschen teuer zwar, aber ich will das jetzt einfach mal probieren. Super. Komm, Lederkappe. Geht das? Kann man die färben? Ich kann nicht mal deinen Färbe... Ach nee, bei der Oma kann man färben, oder? Bei Oma, du musst geben Oma. Großmütterchen, kann ich hier mal kurz färben? Okay, danke schön. Wie geht denn das? Hier, das drauf und dann... Farbstoff, geht das? Siehst du, jetzt hast du schön rosa Kappe. Sieht doch das super aus. Passt für die Stadt anscheinend, oder? Ja, ein bisschen geil. Blutig, aber gut, aber gut. Dann zieh ich vielleicht hier Dingens an. Hier, Juan. Und hier, Waldemar und Tristan oder wer ja, auch immer hier, oder? Juan auch eine Kappe. Der kann auch sowas vertragen. Ich glaube, der will keine Kappe von mir, obwohl sie ihm stimmt. Guck mal, Arne, was besprichst du dich denn hier mit dem Typen? Wer ist denn das? Senior. Okay, okay. Senior. Alter, schreit er mich an? Senior. Ja, wo bist du denn? Aufpassen. Vor wen denn? Vor Aisha? Ja, hier gibt's auch Diebe. Aishas Eiermarkt? Das sind Diebe. Aufpassen, aufpassen. Nee. Ja, ich muss aufpassen. Princess Labouche? Ja, Lustpaste? Kennst du Princess Labouche? Ich kenne Princess Labouche! Oh, mein Freund, ich sage dir, die kann aber nicht sagen. Die steckt doch mit Boss Lust Martin unter einer Decke. Boss Martin, ich kenne nicht, aber wenn du Lust hast auf eine schöne Nacht, Princess ich Labouche. Kann dir empfehlen, Princess Labouche. Oh. Ich weiß ja nicht, was verkauft die denn hier? Princess? Alles es geht hier rein ums Geschäftliche. Ich will dein Angebot sehen, meine Liebe. Oh, schön, dich wiederzusehen. Ich freue mich, nicht dich wiederzusehen. Ich habe geiles Importmaterial aus Asien für dich. Was, aus Asien? Amigo. Roter Dreifach-Dildo plus Angriffsschaden 8. Gehst du da bitte von Aishas Eiermarkt weg, mein lieber Hector? Verdammt nochmal. Aishas Eiermarkt? Ich kann da stehen, wie ich will, aber du verheimlichst mir. Oh, nein, mach ich nicht. Princess Labouche. Oder Herr? Das ist die Ex von einem Bekannten von mir. Wer der ist Boss. Hat dich nicht zu interessieren, du bist mein Tourguide und damit hat sich die Sache. Ich bezahle dich hier nicht für das Ausfragen, aber weißt du? Ich muss doch bin ich nicht im Verhör. Zu tun habe. Vielleicht bist du einer geschickt vom Teufel oder von so, Corinnas Tortentraum. Corinna, was hast du denn für leckere Torten? Genieß, einfach nur Kuchen. Torten zum Genießen. Kannst du selbst behalten, Schlampe. So. Na, beleidige nicht die Corinna. Das ist eine super Tanzer. Wer bist du denn? Hallo, Pfui, Schätzchen. Corinnas Torte Blumenkohl. Ja, hörst du? Corinnas Torte schmeckt nach Blumenkohl. Hab ich dir doch gleich gesagt. Conzita, musst du immer so vorlaut sein. Verflucht. So, hier waren wir noch nicht. Ich guck jetzt noch mal hier ein bisschen checken. Janaya O'Hara? Wer ist denn Jan... Ach, das sind dann die Privathäuser von mir, oder Privathäuser. Oh. Wer bist du denn hier? Loreleis Lorenhandlung. Ja. Und Juan, das ist dein Apfel. Lorelei, ja. Verkauft der hier Loren? Lorelei, was verkaufst du denn hier? Ich habe einen Frauennamen. Und? Ich sag doch gar nicht. Loren sind ausverkauft. Passt in dich. Ja. Und was ist das rechts neben dir? Was? Wo denn? Hä? Was ist das rechts neben dir? Was? Ich will rechts. Was willst du von mir? Ist ja schon okay. Verschwinde du den Apfel endlich. Halt. Weg mit dir. Sind die alle so unfreundlich hier? Es kommt darauf an. Je mehr Äpfel du ihnen gibst, umso mehr Informationen kriegst du. Ach ja, das scheint das Haus von dem Freak zu sein. Lorelei Joanna Fisto. Rando, das ist eine Mann. Er ist Lorelei. Ja, aber... Er ist ein Typ. Ein Typ, aber machen Sie. In eine wunderhübsche, blonde Frau. Namens, warte. Pamela Anderson. Pamela, er verwandelt. Hector. Heute ist Halloween. Es ist du kriegst noch ein Ei. Aber später, bei so. Mitternacht, halt die Klappe. Sich in Pamela Anderson. Ich glaub dir kein Wort, was hat denn der liebe Lorelei so hier? Von wegen keine Loren, ne? Guck dir das mal an. Alles voll mit Loren. Hector, ich... Komm in Teufelsküche, komm wieder raus. Hector, ich bezahl dich. Hier. Ich hab keine Lust auf die Miliz. Ich bezahl dich zum Schweigen, ja? Und damit ist... Lenk mal Lorelei ab. Das ist eine Bestechung.
Nein, ist es nicht. Das ist. Aber egal, für Gold tue ich alles. Für Gold würde ich sogar meine Großmutter verkaufen. Ich nehme einfach meine Lore mit, weißt du? Ja, nimm Lore mit. Ganz aber, dreist, dass der mich hier aber, sch, so verarscht. Ruhig, amigo. Hat aber schön hier, Lorelei. Und belesen scheint der Herr auch zu sein. Der Herr Frau. Miss Man. Hast du alles? Komm, lass uns verschwinden. Ja, ja. Ich muss mal den Diamant wegstecken. Vorsicht, die Spuren sind frisch. Vielleicht wittern sie uns. Falls nein, 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 nein. Ich geh mal hier nach rechts. La. Evig Schwauch? Das war die Waffenhändlerin, oder? Evig, ja. Lenk mal hier kurz ab, ja? Ich lenke ab. Was hast du denn? Juan, guck uns an. Lenk den mal ab. Hier ist eine Mohrrübe. Lock ihn mal weg. In einer Mohrrübe? Ja, Juan, der mag anscheinend längliche Gegenstände. Was? Bist du verrückt? Evig Schwauch? Dann hat die vielleicht Waffen hier? Ich weiß, liebe Zuschauer, es tut mir leid, es ist wirklich total verwerflich, was ich hier mache, aber ich bin im Urlaub. Da kann man das doch mal machen. Und Hector hat selbst gesagt, dass es hier Diebe gibt. Also. Und ich muss übrigens nochmal kacken. Nein, muss ich nicht. Mein Darm ist leer. Ja, hier gibt's anscheinend nicht viel zu holen. Schön und gut. Ja, Evitschbauch. Corinna Kot? Corinna. Kot. Ja, Corinna Kot. Kot kommt mir irgendwie bekannt vor. Also jetzt nicht Kot, nicht Exkrement, nicht Stuhl, sondern ja, doch, der Name. Sie ist verrückt. Ich muss dir ein Geheimnis offenbaren. Was denn? Sie badet immer nachts in ihren eigenen Exkremente. Furchtbar, diese Corinna Kot? Das ist doch... Da. Hörst du? Halt die Klappe! Was machst du? Ja, es ist mir zu laut, ey. Kannst du nicht den Esel erschießen? Wenn die Leute hören, dass wir hier in ihren Häusern rumschnüffeln, was Idiot, denkst du, was los ist? Du hältst uns gleich die Bullen an den Hals. Bist du verrückt, dass es als wenn es hier Bullen gibt in dieser Stadt. Als Tourist, als Fremder und machst dir Randale? Hector. Das könnte dich deinen Kopf kosten, Idiot. Hector. Corinna Kot war diejenige, die Torten verkauft hat, ne? Und die badet nachts in Kot. Ja, in ihre eigenen Experimente. Furchtbar, diese Frau. Ekelhaft. Mal gucken, ob sie was zu holen hat. Ich von der Ferne, aber mach schnell, Corando. Wir haben keine Zeit. Feuersteinwerk. Du hältst draußen Schmiere, bitte. Eier braucht man immer. Weißt du, da kaufe ich mir den Farbstoff und dann hat es hier in den Kisten. Pfeile nehme ich mit, Fackeln nehme ich mit. Ist hier noch was? Eine Toilette. Haben sie alle wenigstens Toiletten? Haben sie alle Toiletten? Oh, schönes Haus hat sie sogar Doppelstück. Oh, das ist ja richtiger Luxus. Hier noch was? Fackeln und Farbstoff. Truhen. Lass ich mal hier. Eisenerz. Ja, hätte man wenigstens so Eisen brennen können, verdammt. In Gedenken an meine Schwester Karin. Karin. Karin Kot. Ich erinnere mich an die Beerdigung von Oma Schilling. Karin Kot war doch die Verstorbene, der Grabstein. Ach du Scheiße. Hector! Oh, warum bist du mir gefolgt? Amigo, was hast du denn? Ich weiß, wer Corinna Kot ist. Ich glaube, ich kenne ihre Schwester. Beziehungsweise ich kenne den Leichnam ihrer Schwester. Beziehungsweise, ja, okay, so ist es schön. Amigo, ach du Scheiße. Nimm noch, was du kriegen kannst und lass uns... Ja, ich guck nochmal hier oben. Lass uns einfach finden. Mist, ich... Corinnas Kuschelhöhle. Nee, ich glaube, wir müssen hier weg. Wir müssen hier weg. Venga, amigo, raus. Komm, bleib da. Okay. Oh Gott, Ich weiß auch nicht. Okay. Bist total überdreht. Ich bin überdreht, weil ich ein bisschen nervös bin. Wir dürfen hier nicht auffallen. Waldemar. Tristan, guck mich nicht so an. Komm, guck mal hier nochmal. Deine Franz. Ja, was soll ich denn machen? Du bist ein Eierdieb, du. Hier hast du ein Ei. Oh, guck mal, ist ein Hühnchen geschlüpft. Ja. Oh, ist das nicht niedlich? Ist das nicht niedlich? Klare weg, du Idiot! Was machst du? Ja, sorry! Verdammt nochmal! Steck das Eisen weg! Waldemar Menlas? Der Typ heißt Waldemar Menlas! Oh, Mann! Hector! Ja, wir müssen schau dir das mal bitte an! Ja, das ist ein Gay-Haus! Schnell ist das nicht der Instrument? Verkäufer Tristan? Ja, wir müssen was wie in den Kombi. Boah, hier gibt es Leder. Ja, nimm dir die, was du brauchst. Gold und warum hat er so viele Männerhosen hier? Ein Touristenführer und kein Assistent für einen Dieb. Warum hat Waldemar Menlaff so viele Männerhosen bei sich in der Kiste? Weil alle Gays so eine Ledermänner-Scheiße haben und nicht raus. Kommt schnell. Das sind kranke Stereotypen, die dir an Land bringt. Ey, und übrigens, das wird alles aufgenommen und auf YouTube gestellt. Also bitte... Zügel deine Worte, mein Freund. Hier wohnt übrigens Tristan Marusha, unser lieber Freund, den wir unten schon in voller Pracht gesehen haben. Und was hast du? Eine Gitarre und
Gold, 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 Gold. Die Gitarre. Braucht man. Kann man was mit der Gitarre machen im Spiel? Kann man. Wow! Rockstar! Oh yeah, Baby! Ich geh ab, oder? Hector? Naja, für den Anfang. Okay. Okay. Ich wollte noch mal den Überblick. Ist das nicht eine schöne Stadt? Wir sollten auch gleich mal zum Hotel gehen. Ne? Ja, lass uns zurück in die Hotel. Ja, ich wollte gerade sagen, wir checken erstmal ein, wir können ja danach noch ein bisschen rumgucken. Das und was machst du denn eigentlich bei Waldemar Menloff im Zimmer? Hast du da was? Gar nichts. Ja, komm, bleib doch da. Gehörst zu den beiden. Passt schon richtig zu. Okay, werd mir nicht so frech. So, Backnack-Kangab. Backnack-Kangab. Oh, Vorsicht. Sie guckt. Wenn ich da reingehe. Schlangenbeschwörer aus Indien. Wenn die sieht, dass ich ja. Das ist eine Frau, glaube ich. Backnack ist eine Frau? Ich glaube, ne? Ich glaube, das ist eine Frau. Oder wenn die sieht. Eine Transsexuelle. Vorsicht. Ich weiß es nicht. Ich gehe auf jeden Fall nicht in ihr Haus. Nicht da rein. Aufpassen. Und du, Princess LaBouche. Mit deiner Lustbastei. Sozusagen, du Lust-Äbtistin. Pass auf. Das ist richtig gut. Frieda Gnatz? Vorsicht. Ist das das Haus von. Großmütter, ich denke, Gnatz war das, ne? Wenn du frech zu ihr bist, beißt sie dir deine Eier. Wer ist das denn? Ab.